mal, ich plansche im Planschbecken. Boah, ich auch. Guck mal. Boah, Brixie, weißt du das Neueste schon? Heute kommt der neue Babysitter. Und der soll anscheinend richtig cool sein, hat meine Mami gesagt. Boah, wie cool. Ich kann's kaum erwarten. Ich auch. Oh, Leute, das wird der coolste Tag meines Lebens. Wir gehen auf ein Spieli, wir gehen auf den Rummel und haben ganz viel Spaß heute, Leute. Und falls du auch ganz viel Spaß hast, dann lass doch jetzt ein Like da. Und vergiss nicht, ein Abo da zu lassen, Leute. Und der Babysitter sollte demnächst kommen, Brixie. Bist du aufgeregt? Ich bin so aufgeregt. Komm schon, wann ist er da? Oh. Genau. Was ist das? Kinder, Baby. Was habt ihr hier angestellt? Oh, Brixie, komm schnell in den Keller. Oh nein, er hat ein Messer in der Hand. Kinder, oh, Brixie, komm. Hört auf rumzuschreien. Verstecken, 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 verstecken. Oh, Brixie, versteck dich. Das ist irgendein Horror-Babysitter. Ah, komm da raus. Los. Oh, Brixie, was machen wir denn jetzt? Das ist der nicht. Seid ihr. Schau mal. Ich bin ganz ruhig. Der sucht uns, Brixie. Seid der etwa uns. Hier? Oh. Brixie, komm hoch. Komm hoch. Komm. Lauf. Lauf. Oh, seid ihr hier? Brixie, komm hoch. Zweite Etage. Hier. Oh, Leute, was machen wir denn? Der hat ein Messer in der Hand und sah voll gruselig aus. Oh, Brixie, weißt du, wer das ist? Keine Ahnung. Du hast gesagt, ein Babysitter kommt, aber das ist kein Babysitter. Nee, das... Kinder, ich bin der Babysitter. Wo seid ihr? Ihr müsst mir gehorchen. Hörst du das, Brixie? Er ist der Babysitter. Was machen wir denn nun? Ich weiß nicht, ruf deine Mama an. Oh, okay, ich ruf sie an. Oh, geh schon ran, Mama. Oh, Mama. Geh hier oben. Brixie, sie geht nicht ran. Oh, was sollen wir machen? Er kommt hoch. Oh, Brixie, wir müssen uns bei deinem Haus verstecken. Komm schon. Renn. Oh. Geh weg, du Doofkopf. Bleib stehen, ey. Kinder, bleib sofort stehen. Tür zu. Renn. Brixie, versteck dich. Komm schon. Oh, Rudi. Lauf. Oh, schnell. Schließ ab. So, Kinder. Noch hey. Komm schon. Die Tür auf. Oh, der ist, hört sich so böse an, Brixie. Oh. Mhm. Dann mache ich eben das Fenster kaputt. Du machst die Scheiben kaputt. Oh, Brixie, was machen wir denn jetzt? Wir müssen uns eine sichere Base bauen vor ihm. Oh, Leute, ich glaube, Brixie hat recht. Ich glaube, wir müssen uns irgendwo eine sichere Base bauen. Und der Horror-Babysitter will uns aufessen, Leute. Oh, kommt schon. Brixie, wie kommen wir jetzt runter? Oh, nein. Geh nach oben. Oh, los. Er weiß nicht, dass wir weg sind. Komm, schnell. Renn. Oh nein. Oh Leute, hattet ihr auch schon mal einen Babysitter zu Hause? Wenn ja, dann lasst jetzt ein Like da, Leute. Aber ich hoffe, euer Babysitter ist cooler als unserer. Unserer will uns essen. Bleib still. Brixie, komm schon. Wenn wir hier drüben sind, haben wir ihn abgehängt. Komm schon. Oh, los. Wenn ich euch finde, ihr werdet nachsitzen. Nachsitzen. Brixie, lauf. Oh, Brixie, ich glaube, wir haben ihn abgehängt. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir wollten doch eine sichere Base bauen. Stimmt. Aber dann sieht er uns doch. Oh, Brixie, eine Base ist doof. Oh, Brixie, komm schon. Dann bauen wir hier runter und sind dann unter Wasser. Und er wird uns niemals sehen. Hast du eine Schaufel dabei? Komm schon, gib mir eine Schaufel. Oh, cool. Guck mal, was für eine Babyschaufel wir haben. Oh, los. Los, Brixie, los. Wir müssen hier runtergraben. Oh, komm schon. Oh, hier ist Sand, Brixie. Hier läuft doch dann das Wasser rein. Komm schon, Spitzhacke. Leute, wir müssen jetzt hier einen Tunnel graben. Oh, komm, Brixie. Runter. Oh. Nein, Brixie. Oh, okay. Weiter runter. Hier. Und jetzt geradeaus. Los, gib Gummi. Brixie, guck mal, wie schnell meine Spitzhacke schlägt. Ich glaube, Baby-Spitzhacken sind richtig schnell. Probier's mal. Richtig schnell. Wow. Brixie, guck mal, was für einen Raum wir gebaut haben. Und Leute, über uns ist Wasser. Seht ihr das? Guck mal, da kommen schon Tropfen raus, Brixie. Ich hab eine Idee. Was denn? Mach die Augen zu. Okay, Augen zu. Hey, was hast du denn gemacht, Brixie?
immer nach oben. Wow! Wie cool sieht das denn aus? Oh, jetzt können wir Fische beobachten. Oh, Leute, das ist so cool. Aber Braxy, wir müssen, bevor wir hier unser Haus einrichten, müssen wir hier den Tunnel sicher machen. Und da fangen wir erstmal hier draußen an, Braxy. Recht. Es ist schon dunkel geworden, aber wir müssen uns beeilen. Schnell, schnell. Wir müssen hier am Eingang, Braxy, müssen wir so Wasser oder sowas machen oder irgendwas. Lava. Oh, Lava. Bist du dir sicher? Vielleicht brennen dann die Bäume, aber die bauen wir kurz ab. Was ist mit Gift, Braxy? Schau mal, ich hab Gift. Oh, das ist noch viel cooler. Oh, bist du bereit? So. Oh, Leute, wir machen hier überall Gift rein. Braxy, der Babysitter wird uns nie finden. Und der wird niemals hier reinkommen mit dem Gift. Das war so gut. Warte, ich habe noch eine viel bessere Idee. Was denn, Braxy? Guck mal jetzt. Warte. So, er kann dann nicht sehen, dass wir hier unten sind. Wow, mach's nicht kaputt, du Doofkopf. Oh, das ist geheimer Boden, Leute. Das sieht so cool aus. Oh, komm schon. Okay, Leute, wir brauchen hier auf jeden Fall in dem Gang, brauchen wir Laser. Dafür müssen wir aber hier oben nochmal aufmachen. Oh, komm schon. Leute, ihr wisst, Babys haben Superkräfte, deswegen kann ich das hier so schnell kaputt machen. Hier machen wir zu wieder. So, Braxy, wir brauchen Laser. Ich hab Laser, guck mal. Und zwar platzieren wir die am besten hier eins hin, weil wir können einfach unten drunter kriechen. Schau mal. Der Blödmann kommt da nicht durch. Und dann machen wir hier unten nochmal eins hin. Und platziere da eins. Komm schon. Dann machen wir vielleicht nochmal hier. Nicht hier, sondern hier oben eins hin. Komm schon, Braxy. Platziere den Laser. Boah, wie cool das aussieht. Aber mir fällt gerade auf. Schau mal, Brax. Ja, warte. Schau mal, Braxy. Hier können wir doch eigentlich auch was hin platzieren, oder nicht? Du hast recht. Du hast oben kaputt gemacht, du Doofkopf. Genau. Was könnten wir dagegen tun? Stimmt. Was könnten wir hier noch hin tun, Braxy? Ich hab's. Schau mal. Ich hab hier eine Bärenfalle. Guck mal. Warte. Guck mal, ich hab eine Bärenfalle. Und wenn der hier reinläuft, Braxy, schau mal. Dann macht's Platz. Und der ist dann in unserer Bärenfalle drin. Das wird so cool. Nicht den Laser parieren. Aua. Oh, ich hab's geschafft. Oh, sehr gut, Braxy. Brauchen wir vielleicht... Ich hab's. Wir machen hier... Aua. Hier ist ja ein Tunnelsystem. Oh, das müssen wir zumachen. Ja, so. Hier müssen wir... Oh, du hast eine Tür gemacht, Braxy. Wie cool. Wir brauchen hier Lava, Leute. Lava. So, und dann, zack, zack, guck mal, Braxy, dann haben wir Lava in unserem Gang. Und das war dann unser Sicherheitsgang. Cool. Braxy, wir brauchen aber hier noch zwei Kameras, komm schon. Und am besten brauchen wir draußen auch eine Kamera. Gib mir die und geh du raus und verknüpf die dann. Okay, los. Los, dann mache ich hier noch eine Kamera hin, Leute. Und dann können wir immer in unseren Gang gucken. Und Braxy, hier, nimm die restlichen und mach die oben hin an irgendeinen Baum, dass wir den Babysitter sehen, okay? Okay. Und in der Zeit, Braxy, mache ich hier eine Überraschung für uns. Und zwar, Leute, werde ich uns hier ein Gaming-Setup bauen. Boah, das wird richtig cool, Leute. Habt ihr auch ein Gaming-Setup? Und was ist euer Lieblingsspiel, Leute? Mein Lieblingsspiel ist Minecraft und Fortnite. Was ist euers, Leute? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und wenn es auch Minecraft ist, dann lasst ein Like da und ein Abo, Freunde. Kommt schon. Braxy, hast du die Kameras montiert? Ja, guck rein. Oh, okay, Leute, wir gucken mal da rein. Im Gang ist keiner. Draußen ist auch keiner, Braxy. Ja? Wo seid ihr? Das ist er. Bleib ruhig, Braxy. Lass ihn wegfahren und dann machen wir einfach weiter. Der geht weg. Okay. Der ist weg, Braxy. Guck mal, wir bauen jetzt das Beste, die beste Geheimbase der Welt. Und zwar, schau mal, ein Tisch für dich. Ein Tisch für mich und dann ein Laptop für mich, Braxy, guck mal. Und ein Laptop für dich. Wow, cool. Das ist voll cool.
Und schau mal, ich habe sogar einen Stuhl. Und ich habe sogar einen Stuhl für dich. Hier, nimm das. Schnell, 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 ja, Braxy. Danke, Odi. Dann, Braxy, das ist aber noch nicht alles. Und zwar habe ich hier... Wo seid ihr? Oh, Braxy, oh nein, oh nein. Oh, sei leise, sei leise. Ich bin leise. Okay, er ist wieder weg. Oh, Braxy, wir machen hier unsere Fernsehecke. Geh da weg, geh da weg. So, und schau mal, ich habe sogar eine Couch. Und zwar eine lilane und eine gelbe. Guck mal. Oh, dann können wir jetzt hier richtig schauen. Richtig. Und was ich noch habe, Braxy, ist, dass wir, wenn wir hier länger sind, haben wir hier noch unsere Betten. Oh, richtig cool. Mm. Und, ich bin noch nicht fertig. Und ich habe dir sogar, guck mal, ich habe dir sogar Baby Braxy hingepackt. Wow, das ist ja mega cool. Und guck, für mich, der hier. Zeig mal. Der da, guck. Wow, richtig cool. Der sieht aus wie ein Elf. Ja, der ist cool. Dann machen wir hier noch. Und wir sind bis jetzt noch sicher, denke ich. Hm, wir können hier noch, so... Ja. Oh, warum? Braxy? Warum ist da unten ein Sofa? Kinder! Oh, er hat uns gesehen, Braxy! Oh nein, Leute, was machen wir denn jetzt? Ja. Braxy, er wird uns niemals finden. Komm schon, hier. Wir brauchen hier irgendwo einen Notausgang, falls er hier reinkommt. Aber du baust den Notausgang und ich gucke so lange in die Kameras, ob er unseren Geheimversteck finden wird oder nicht. Oh, Leute, kommt schon. Oh, da läuft er rum, Leute, der Babysitter läuft da rum. Oh. Wo seid ihr? Oh! Leute, es hat funktioniert! Unser Gift funktioniert, Braxy! Ihm geht's nicht gut. Oh, er sagt, ihm geht's nicht gut. Nicht. Oh, wir schwinden nicht. Braxy! Braxy! Er hat unser Eingang gefunden. Oh nein, ich muss an die zweite Kamera. Braxy, ich guck hier weiter. Komm schon, bau den Ausgang, bau den Ausgang. Oh. Bin schon dabei. Er ist aber noch nicht im Tunnel drin. Oh, er ist in meine Bärenfalle, Braxy. Oh. Komm schon, beeil dich, Braxy. Er kommt schon. Er ist bei den Lasern. Krabbel hier durch. Dreh dich um. Oh, Braxy. Warte. Ich muss nur kurz gucken, ob er es schafft. Oh, Leute. Wird er das schaffen? Die Laser, haben ihn Schaden gemacht, Braxy. Das ist sehr gut. Jetzt ist nur noch der Lavasprung. Und wenn er den schafft, müssen wir wegrennen. Er hat ihn geschafft, Braxy. Oh, Braxy, renn. Rudi, hier. Komm, wo bist du? Krabbel, du musst hier drunter krabbeln, los. Wo bist du denn, Braxy? Oh, Mann, hier. Wo ist hier? Ach, da. Hier. Wie soll ich denn da drunter? Oh, Braxy, ich komm schon. Oh, komm schon, Leute. Oh, wir müssen hier durch. Braxy, lauf. Braxy, lauf. Lauf, 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 lauf. Schnell. Haha, du Doofkopf, du kommst hier niemals durch. Oh, komm schon. Hey. Oh, lauf, lauf, lauf. Schwimm. Was ist hier? Bleib still. Mach zu. Okay, Braxy, wir müssen wieder zurück in die Stadt. Der wird damit niemals rechnen. Komm schon. Oh, der will uns... Leute, unser Babysitter will uns aufessen. Ich will nicht gegessen werden. Oh, komm schon. Oh, da ist er schon. Braxy, lauf. Lauf! Wo seid ihr? Braxy! Wow, wie cool sieht das denn aus? Mhm, aber warte, wir müssen unsere Spuren vernichten. Wie denn? Du hast recht, mach kaputt! Oh, wir müssen das alles überfluten, mein schöner Laptop, Braxy! Tut mir leid, aber wir müssen. Nachher petzt er das noch deine Mama. Oh, du hast recht. Komm schon, renn. Oh, Leute, wir müssen schnell in die Stadt, weil damit wird der niemals rechnen, Braxy. Und dann verstecken wir uns bei mir, okay? Okay, los. Los. Braxy, komm schon. Mach zu. Runter. Wir müssen uns verstecken, Braxy, komm schon. Oh, guck mal, am besten kriechen wir hier drunter. Oh, Braxy, du brauchst so lange, du Lahmtröte, du. Dich doch mal an. Oh, Braxy, komm. Ach, versteck dich in der Ecke. Leg dich hin, Braxy. Komm schon. Leg doch schon. Und sei ruhig. Nicht so laut. Der ist gerade reingekommen. Ich will das nicht mehr. Hä? Immer sind die Kinder so gemein. Warum weint der denn, Braxy? Aber ich
will doch den Kindern nichts Böses tun. Pixi, leg dich hin. Oh, hat die Familie vielleicht noch hier was zu trinken? Ach, Mann, oh. Warum ist der denn so sauer, Braxi? Er ist nicht sauer, ich glaube, er ist traurig. Diese armen Kinder. Warum ich will sie nur denn? Beschützen. Beschützen. Warte, nein, Braxi, nein, das ist bestimmt eine Falle. Nicht hochgehen. Braxi, Braxi, warte. Nicht hochgehen. Geh nach oben. Das ist bestimmt eine Falle. Hör auf. Oh, ich liebe Kinder. Hallo? Kleiner Junge, willst du wieder abhauen? Ha? Oh, nein, warum sind sie so traurig? Ich wollte dir doch wirklich... hab ich dich endlich. Oh nein, Leute. Oh, Braxi sitzt da oben mit diesem Psycho. Ich muss ihn retten gehen. Kann ich dir endlich das geben, was ich schon die ganze Zeit geben wollte? Ey, du Doofkopf, lass meinen Freund in Ruhe. Hey, was schreist du denn hier rum? Ja, schau doch mal, das habe ich für euch gemacht. Er wollte uns die ganze Zeit einen Kuchen geben. Aber wozu ist das Messer? Na, zum Anschneiden, du Dussel. Oh, ach ich so. Ich bin euch doch nix, Mensch. Mann. Braxi, ich glaube, da haben wir was falsch verstanden. Oh, du hast was falsch verstanden. Das war alles seine Idee. Was? Ey, lüg nicht, du Doofkopf. Du hast selber Angst gekriegt. Sie sehen auch ein bisschen gruselig aus, Herr Babysitter. Ich arbeite nachts. Da kriege ich rote Augen immer. Was ist denn hier? Oh, aber ich muss deiner Mutter leider sagen, dass du ausgebrochen bist. Nein, bitte, bitte. Herr Babysitter, bitte. Sagen Sie kein Wort. Sie sind doch der Beste. Kommen Sie schon. Mein Freund Braxi gibt Ihnen noch eine Cola. Sie haben ja Durst. Oh, okay, dann eine Cola. Okay, gib dir die Braxi, Cola. Gib dir die Cola, komm schon. Meine letzte Cola. Egal, ich kaufe dir eine neue jetzt, komm schon. Sie sagen auch nichts, oder? Nein, nein, ich sag's immer wieder. Kinder sind die besten Kunden. Viel Spaß euch, Leute. Eure Mutter kommt gleich vorbei. Tschüss. Oh, cool, das... Tschüss. Danke, tschüss, Herr Babysitter. Boah, Leute, das war voll... Das war ja voll das Missverständnis. Der war ja übelst nett. Der hat uns einfach einen Kuchen gebacken. Und wir dachten, der will uns... Der will uns kidnappen oder so. Oh, das war voll der Spaß, oder, Braxi? Voll lustig. Wir haben sogar eine sichere Base gebaut. Stimmt. Oh, Leute, wie fandet ihr die Base? Kommt schon, schreibt es unten in die Kommentare. Und wenn ihr sie cool fandet, lasst gerne ein Like da. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Like und ein Abo da, Leute. Und checkt meine Freunde ab. Die sind unten in der Infobox. Und schaut alle unsere Videos, Leute. Denn dann seid ihr die coolsten.